So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich suche das Spiel gerade wie so ein Verrückter, ne? Stein habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, komm, Zeit, komm, Stein. Ist halt so. Was ich aber hätte mal machen sollen, ist große Fische. Große Fische. Oder... Oh Gott, wir haben ja gar keinen Platz mehr. Scheißdreck. Warte mal, lass mal ganz kurz ins Camp. Dass ich mal mein Ding ablegen kann. Boah, Alter, das ist so laut, ey. Wofür denn? Ich erschrecke mich da jedes Mal so intensiv, ey. So, pass auf, hier. Das ist auch Schweineleder, ne? Oder was ist das hier? Genau, so, ups. Da kann ich das hier mal reinschmeißen, hier. Genau. Taschenlampe. Später. So, jetzt brauchen wir es mal. Und den Fishtrap wollte ich nochmal bauen. Himmel, was wollte ich noch alles bauen, ne? Also, pass auf, wir wollen mit zum Wrack. Aber Vorsicht. Wir brauchen noch ein Seil. Bevor wir da runtergehen. Hatte ich ja gesagt beim letzten Mal. Wir brauchen unbedingt ein Seil. Pass auf, da ist noch eine Palme mit Kokos dran. Dann nehmen wir mal ganz schnell uns was zu trinken weg. Und, machen wir beide. Damit wir ja nicht verdursten. Ja genau, wir brauchen ein Seil, falls wir irgendwas finden. Ja, rollt ruhig weg. Ich finde euch sowieso gleich wieder. Komm her. Na komm. Das muss ich auch noch mitnehmen. Und weg. So. Ja, das mit Siegel da vorne ist echt, das ist echt eine hinterhältige Sauerei quasi. Legt uns direkt ein Seeigel vor unseren Floß, damit wir da ja reintreten und wir wieder panisch nach Pipi suchen dürfen. Ja, was wir machen. Die Seeigel halt, ne? Machen so, tun so, was sie wollen, rollen so durch die Gegend, um dann, ja, betreten zu werden. Oder getreten? Oder aufgetreten? Oder... fiese Arschlochfalle. Einfach sowas in der Richtung, ne? Komm, einen brauchen wir noch. Was war das? Ach, das war ein Kokos. 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 Ja, warum sind die Aloe Veras noch da, ne? Warum nehme ich die nicht immer Sonnencreme draus? Ja. Kommt Zeit, kommt Sonnencreme. So, das gibt's doch nicht. Eben gerade hatte ich so viele Palmwedeldinger hier gehabt. Auf einmal sehe ich keinen. Ja, ich brauche unbedingt eine Axt, deswegen brauche ich auch einen verdammten Stein, ey. Was man nicht alles braucht. Ja, ich sehe schon. Uhr 8, okay, gut. Zweimal gleich? Oh, komm. Ich bin noch mit. Ist doch egal. So, und jetzt komm. Speer im Anschlag, falls wir nämlich einen großen Fisch finden sollten. Ansonsten müssen wir da ja kleine Fische sammeln, das ist ja auch scheißegal. Aber, falls. Wir hatten hier irgendwo nämlich Fässer gesehen, die wir brauchen könnten. Da ist auch ein. Oh, nee, ne? Ist das ein fucking Ernst? Das darf doch nicht. Was macht denn der Pisser hier? Ist heute schön, sagt er. Oh, diese verdammte schwule Hai, ey. Das kannst du vergessen mit den Hai. Also. Wollen wir wieder Steine suchen, liebe Leute? Ist jetzt nicht die spannendste Herausforderung. Wieder einfach wartet, dieser Scheißhai. Das ist noch ein Wrack. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich hier, genau hier,
meinen Fluss weiterbauen. Bauen kann. Der Hai ist der andere Meinung. Fuck, Mann. Dieser doofe Hai. Zumal ich hätte auch gerne... Der ist... Als würde er uns verfolgen einfach. Voll daneben geworfen, ne? Verschwinde! Und komm nie wieder zurück. Mist. Ja, was soll man machen? Was will man machen, ne? Scheiß Dreck ist das einfach alles. Fish Trap. Dreimal das. Ja, da, genau. Zweimal Stein, ja. Das mit Stein ist ein großes, großes Problem hier. Da hinten. Da ist noch eine Insel. Aber wir bräuchten einmal einen Kompass, bevor wir jetzt hier einfach Meter machen. Wir müssen ja nun langsam anfangen, Ressourcen zu finden. Und das geht nicht, wenn wir hier die ganze Zeit immer im Kreis laufen. Und. Was ist das denn? Zwei Inseln sind im Blick. Welche uns wir aussuchen werden, weiß ich noch nicht. Ich hatte mir vorgestellt, die rechts hier. Wo sind wir jetzt? Jetzt wollen wir mal gucken ganz kurz. Kompass am Stüssel hier. Wir sind Nordost. Nord-Nordost. Ja, wir sind hier mehr so hier, ne? Da ist unser Lager. Nord-Nordost. Hoffentlich finden wir es wieder. Weil. Wäre schon cool. Ich fühle mich hier eigentlich sehr heimisch. Außer dass diese Insel komplett was gegen uns hat, aber hey. Ach Quatsch, du Doofkopf. Was ist los? Nimm das Ding in die Hand. Ja, woher wusste ich, dass das jetzt passieren würde? Ach herrje. Nase juckt, ey, das ist... Dieser Hai wird uns verfolgen, unser ganzes Leben lang. Hat das schon gereicht? Nein, es reicht einfach nicht. Entschuldigung. Bei mir kommt dieses Psychische so ein bisschen durch manchmal. So. Den halten. Na du Arschlochhai, wegen dir verlasse ich den ganzen Shit hier, Mann. So, ich wollte eigentlich zu dieser Insel rechts fahren, ne? Genau. Oh, es kommt Wind auf. Oh, meine Nase kribbelt hier. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Ja, piep mich ruhig an, Handy. Keine Sorge. Das ist alles cool. Diese Insel finde ich schön. Da möchte ich eigentlich nicht wegbleiben von. So, die Zeit nutze ich mal ganz kurz, einen Schluck Zelda zu trinken. Viel erfrischen das Ganze. Ob wir mal hier so halten sollen? Wenn wir ein Angeldings hätten, wäre das mal sinnvoll, ne?
Es ärgert mich allein schon, weil die Wracks noch gar nicht alle durchsucht sind. Und wir schon diese Insel verlassen müssen, weil dieser Hai uns keine Möglichkeit lässt, einfach das weiterzumachen, was wir eigentlich vorhatten. Und zwar dieses Boot weiter auszubauen. Aber ich habe hier viel dagelassen auf dieser Insel. Das wird unsere Heimatbase. Wir müssen immer nur bloß finden, wo sie ist. Und sie ist Nordost. Ja. Ich finde unser Boot immer noch hübsch, ne? Das wollte ich nochmal so hinzufügen. Genau, und dann würde ich... Ah, da ist jetzt mein Anker dran. Ist ja doof, ne? Dann kann ich doch nicht das machen, was ich eigentlich vorhatte. Ist mir nicht... Fallen die Kisten irgendwann ins Wasser oder so? Ja, wahrscheinlich, weil ja keine Regale da sind. Vielleicht sollte ich sowas mal machen. Ich glaube, diese Insel kenne ich. Oder? Oder? Ist es die, wo ich... Die meine erste Schlangeninsel, ne? Das kann sein, ne? Deswegen bin ich von hier geflüchtet. Ich bin ja einfach in die Richtung da geflüchtet. Das ist unsere Insel. Warum? Weiß ich gar nicht. Doch, da ist das Segelboot. Das ist die Schlangeninsel. Die allererste. Ja, es geht mir erstmal darum, dass wir überhaupt was finden können. Jetzt auch... Oh, guck mal, was ist da denn? Da ist auch noch eine Insel. Da fahren wir gleich nochmal hin. Aber wir suchen uns jetzt erstmal Regal zu bauen für dieses Flüsschen hier. Damit unsere Kisten hier nicht gleich irgendwann mal über Bord gehen. Das wäre natürlich echt scheiße. Das sieht nämlich so aus, als würde das demnächst passieren. Für sich hatte ich ja noch vorgehabt, ein drittes Segel hinzustellen, ne? Aber mittiger, nicht so seitlich, so wie wir es hier haben, ne? Aber das mit Schatten bringt ja echt schon gut was, ne? Finde ich klasse. Ist es diese Insel? Ja, das muss die sein. Ja, guck mal, hier ist doch auch sowas Kleines unter Wasser. Ja, das kann sein, dass das ist. Ja, ja. Was haben wir denn da? Ja, das ist auch unser Floß. Mein Gott, ich halt doch gedrückt, Mann. Macht nichts, wenn wir schon so weit ein bisschen auf dem Land sind. So, was brauchen wir genau? Wir brauchen Möbel. Ein Regal wäre sehr, sehr hilfreich. So, pass auf. Wo sind diese Möbel hier? Da. Hier, das. Wir brauchen dafür... Und die hatten wir alle gehabt auf der anderen Insel. Ich glaube es nicht. Entschuldigung. Schön. Gut. Dreimal Planken. Was haben wir hier? Okay. Also, dreimal Planken. Vielleicht haben wir das Glück und es ist irgendwo noch Treibgut da. Und, ah, hier ist einmal Planken. Hier nicht. Und das Plane. Hm. Also, hier werden wir aber hoffentlich einen Stein finden. Das ist echt schade um die Dinger, ne? Was haben wir denn hier in der Kiste gelassen? Ja, zweimal, ne? Ey, und ich weiß, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe meine... Oh. Ja. Aber es kann nicht sein, dass es hier jetzt auch keine Steine gibt, oder?
Wir sind einmal um die Insel herum und hier gibt es keine Scheißsteine. Busa und so. Na, die fassen wir nicht mehr an. Also. Doch, da liegt ein Stein. Sehr gut, pass auf. Ja, halt die Schnauze. Erstmal müsste ich mal meine Kisten mal ein bisschen anders deponieren jetzt. Geil, unsere Kiste. Ist es echt unsere Insel, wo wir gerade hergekommen sind? Ja. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite auch noch eine Insel gesehen. Da fahren wir jetzt gleich hin. Auch wenn es Nacht wird. Mein Gott, du sollst diese Scheiße sein lassen. Cool. Ja, oder nicht? Oh, du. Hä? Es ist so stockfinster, ey. Wenn wir die Insel überhaupt nachts finden. Ah, warum habe ich denn eigentlich nicht Anker geworfen? Stattdessen bin ich hier jetzt... gar nichts mehr hier, ne? Wird irgendwie alles... Ah ja. Okay. Schön, dass wir aber weiter raustreiben. Wo ist mein verdammtes Ruder? Da. Diese Insel ist genauso tot wie jede andere Insel auch. Wir hatten hier links noch eine Insel gesehen. Diese Insel werden wir besuchen. Also momentan sehe ich gerade gar keine Insel. Ich wüsste nicht, wo ich die gesehen habe, verdammte Kacke. Aber hey, das ist eine Abenteuerreise. Christoph Kolumbus wusste auch nicht, wo er hin wollte, bis er dann Westindien entdeckt hat. Das heutige Amerika. Wow, was für ein Seegang. Ich glaube, ich sehe tatsächlich gar nichts, ne? Die Musik ist aber sehr idyllisch dazu, ne? Ich habe sie gefunden, da, Land in Sicht. Sehr idyllisch, aber ich hoffe nicht, dass es die erste Insel jetzt war. Das ist natürlich auch gut möglich. Staubkrümel auf mein Dings. Ah, da, genau. Oh, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Wir brauchen auch erstmal eine Steine. Was für ein Wind. Brauchen auch erstmal nur Steine, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben. Wasser herzustellen mit der Axt, damit wir Palmen abschlachten können. Und dann. Ich habe das Gefühl, auf dieser Insel waren wir schon mal. Kann nicht sein, ey.
Hier waren wir noch nicht. Aber es ist auch wieder so eine kleine Drecksinsel, wie die anderen auch. Ist scheißegal, wir brauchen Steine. Da sind Planken da. Wenn wir jetzt noch einmal... Sehr geil. Nein, doch nicht. Das sind... Oh. Okay, das hat die Sense keine Wracks? Doch, da hinten. Da müssen wir bis zum Tag warten. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwann ein Feuer herstellen. Aber wir versuchen noch immer Steine zu finden. Und das ist das Allerwichtigste gerade. Muss man das scheiß Funzel da. Könnten wir gleich wunderbar Krabben aufspießen, das ist mir scheißegal, die können wir denieren. Und ich denke mal, diese Insel wird ja auch Kokosnüsse haben. Jupp, hat sie. Aber Steine ist echt so eine Seltenheit hier geworden mit diesem Spiel, ne? Da, geil. Endlich, jetzt geht's weiter im Leben. So, toll. Hab ich keinen Stock? Da ist ein Stock. Was, wie mache ich nochmal eine fucking Axt, ey? Da. Hab ich doch da, Mann. Ich hab genau das. Zweimal. Nein, irgendwie nicht. Warum hab ich das nicht? Hab ich... Hä? Ey, ich werd weich, ne? Nur weg da. Jetzt hab ich das. Klasse. Ja, du mich auch. So. Ich habe kein Seil. Ach, na klar. Weißt du, wo das Seil hingeht? Hä, wieso lässt das denn fallen? Nimm noch mit. Genau. Lass ein Seil herstellen. Falls wir einen Wrack finden, dass wir was draus machen können. Und wäre super, wenn wir gleich nochmal ein Lagerfeuer errichten können, direkt vor unserem Boot, damit wir was zu essen haben. Noch mehr Steine. Wow, wow. Jetzt werden wir quasi erschlagen von Steinen. Okay. Also, sollte ich mir diese Steine vielleicht mitnehmen? Aber erst dann, wenn wir uns... Genau. Hopp. Super toll. Jetzt nehmen wir uns hier ein paar Stöckchen noch mit. Na, komm. Vier Stöcke waren das für ein Lagerfeuer, richtig? Na, geht nicht mehr. Warum auch? Lagerfeuer. Mhm. Wer hätte das jetzt gedacht, oder? Ist es möglich, dass es hier doch keine Kokosnüsse gibt? So. So, das sollte uns, glaube ich, erstmal gut ernähren. Hier gibt es auch Wracks, ich sehe die. Was war das? Achso, ich dachte Pipi. Oh. Wir hätten noch mehr. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, 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 guck mal hier. Fracks. Wir haben da jede Menge. Die sind bloß nur tief unter Wasser. Das Pipi. Oh, wie geil. Das nehme ich gleich mit. Oh, hier sind Krabben. Mhm.
komm schon, ne? Damit. Das sollte erstmal aus. Ist nicht dein Ernst. Drei Kokosnüsse und du bist. Man kriegt dich voll einfach! Einfach läuft erstmal weiter. Scheiße. Das ist ja wohl das Schlechteste, was es überhaupt geben kann, ey. Nützlich, wir brauchen Kokosnüsse. Ja, da kommt ja auch schon der Rettungsdienst, wa? Das sah alles so hoffnungsvoll alles hier aus. Ihr wart eigentlich als nächstes dran, ihr Krabbentiere hier. Ja, ich arbeite doch gerade dran mit Wasser. Hoffentlich kacke ich nicht schon wieder in die Hose. So, wie schaut's aus? Einmal Durchfall, ne? Und dann nimmt es mir das ganze Wasser weg, ne? Das ist schon echt irre. Ja, ich hab's verstanden. Dann hör doch auf mit deinem Kackdurchfall jetzt. Dreimal Kokosnüsse getrunken, schon kriegt man Flitzekacke. Das ist doch für den Arsch. Ja, wofür denn sonst? Gibt es nicht nur mit der Palme mit mehreren Kokosnüssen dran? Na komm. Ich will auch nicht überall Lager aufschlagen müssen, überall wo wir gerade sind, ne? Oh mein Gott, wo war da jetzt meine Axt? Ich weiß wo. Na komm, lass fallen. Bleibt das jetzt drinne? Wir haben auch Hunger, Alter. Es ist unwahrscheinlich gut. Vielleicht zu schnell hintereinander getrunken, die Kokosnüsse. Ist es auch möglich? Ich werde den Teufel tun, Kokosnüsse zu essen. Wenn mir jetzt schon Kokosnüsse schon Bauchweh verursachen. Beim Trinken. So. Muss man Speer. Habe ich gar kein Fischspeer mehr? Ich habe hier einfach gar nichts mehr, ne? So. Genau, da wollen wir uns gleich nochmal alles in die Lupe nehmen. Hier ist Stoff. Und hier waren irgendwo Krabben. Wo sind die hin? Willst du mich verarschen? Stirb jetzt. Hä, ich stech dich gerade. Hä, wo sind die jetzt hin? Da hat mich doch gerade eine gepikst. Ah. Alter. Echt jetzt?
Nee, die rennen direkt ins Wasser rein. Alter, ich... Wen willst du das sagen, ne? Komm. Egal, wir haben eine. Können ja eh nicht so viel auf einmal grillen. Na komm. Zwei Jahre später. Aha. Und. So, wir schmeißen mal hier den Dings hier weg. Nehmen dafür unsere Axt wieder mit. Und hoffen, dass es jetzt gleich. Ja, bitte. Eigentlich müssten wir jetzt zurück nach Hause fahren, Wasser machen. Und hoffen, dass der Hai sich verschwindet hier langsam. Das ist, glaube ich, der Plan. So machen wir das. Weil hier diese Insel ist sowieso. Die Frage ist, wohin geht es nach Hause? Wir müssen nach Nordost. Dahin. Hä? Wir waren Nordost, wir müssen nach Südwest. Dahin. Da ist sie doch. Ist es unsere Insel? Das wäre ja mein Phänomen. Ey, was sagt mir aus dieser Insel, von dieser Insel sind wir gerade gekommen? Oh mein Gott, wir werden hier nie wieder wegfinden. Aber wir haben jetzt unsere Axt. Eigentlich sind wir ja nur wegen Steine hergekommen. Und, ja, weil der Hai uns nicht in Ruhe gelassen hat. Wir versuchen gleich wieder zurück zu unserer Insel zu kommen. Ich glaube, der Rest ist einfach uninteressant jetzt gerade. Wir grillen jetzt hier in aller Ruhe nochmal unser Essen. Und dann geht's auch weiter. Sollten wir die Dinger mitnehmen? Wahrscheinlich. Oh, das Essen ist fertig. Ja. Nimm das Essen mit! Nimm das Essen mit! Nimm doch einfach das Essen mit. Dankeschön. Ach, das halten wir noch in der Hand, okay. Gut. Volle Fahrt. Ich glaub nicht, was auf dem Kompass steht. Ehrlich gesagt nicht. Nee. Weil wir sind... Diese Insel, von der sind wir gerade gekommen. Ich glaube, wir müssen die Richtung wieder zurück. Wir fahren einfach. Mehr als sterben können wir nicht. Und wir haben nicht gespeichert. Können wir schon unser Ruder eindrehen, damit wir in die richtige Richtung rudern? Ich kann auch nicht rudern, also nicht. Doch, natürlich. Doch, hä, nee, eigentlich nicht. Mist. Ja, war klar. Hallo, ich dreh doch da. Hallo, wir wollen dahin. Es wäre zu schön geworden. Hätte es so funktioniert, wie ich das wollte. Zu Hause. Hoffe ich doch. Achso, wollte ich sagen, tschüss, liebe Leute und so, ne? Das sollte unser Zuhause sein. Ah, da fahren wir noch rüber. Das müsste unser Zuhause sein, Leute. Da ist auch unser Water Collector. Und dort können wir dann... Was ist das denn für eine coole Insel dahinter noch?
Und das ist die Felsinsel, von der wir gerade gekommen sind. Genau. Wir können, ich sehe es kommen, dass gleich die Kisten alle blutsch weg sind sie. Was ist denn das für eine schöne Insel hier noch? Die ich gerade aus dem peripheren Blickfeld gesehen habe, die jetzt auch einmal verschwunden ist. Da, wenn man die. Ach so, das ist die. Da haben wir auch eine Base, genau. Und das ist die andere Insel, diese Felseninsel. Aber das müsste die Insel sein, wo uns hier der Hai die ganze Zeit geärgert hat. Oh ja, ich kann ja auch nicht schneller. Das wird schwierig hier zu überleben noch. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns auch im Spiel die ganze Zeit im Kreis irgendwie. Wir kommen hier wirklich nicht voran. Das müsste aber unsere Insel sein, wo ich jetzt unsere neue Heimatbase quasi habe. Boah. Genau, da sieht man das Stückchen da. Ein Boot, was aus dem Wasser ragt. Das erste, was wir gleich machen, Palm hacken und uns versorgen. Aber das sind Sachen, die braucht ihr eigentlich nicht zu sehen. Wir gucken noch mal ganz kurz, ob es die richtige ist. Ich glaube, das doch, das ist sie. Das ist hier auch unser Landepunkt. Wir werden hier ein bisschen mehr weg von. Da ist auch unser Shelter schon. Wir gehen hier in diese Bucht rein, Leute. Und los. Segel. So, jo. So, meine lieben Leute, das war's wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, Freunde. Lasst was Nettes mal da. Schreibt mal was in den Kommentaren oder so. Ciao.